So, nun gehen wir auf die Passivseite. Achtung, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist ein Passivbestandskonto. Hier die Geschäftsvorfälle, halten wir das nochmal fest. Das Konto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ist ein Passivbestandskonto. Ja, nicht ein Aktiv-, sondern ein Passivbestandskonto. Das heißt, Zugänge werden im Haben und Abgänge werden im Soll gebucht. Genau umgekehrt wie oben gerade gemacht bei dem Kassekonto. Linke Seite Soll, rechte Seite Haben. Das Konto heißt Verbindlichkeiten LL, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Der Anfangsbestand steht im Haben, ja, ist ein Zugang sozusagen, steht im Haben. Barzahlung an einen Lieferer ist offensichtlich ein Abgang bei den Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten reduzieren sich. 1500 ist ein Abgang. Zielkauf von Rohstoffen bedeutet Kauf auf Ziel. Zielkauf ist eine Erhöhung der Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten erhöhen sich wieder um 1000 Euro. Bezahlung einer Rechnung eines Lieferers durch Banküberweisung. Wir reduzieren unsere Verbindlichkeiten um 400 Euro, steht im Soll. Und der Lieferer erhält einen Bankscheck. Auch das ist eine Reduzierung unserer Verbindlichkeiten, in dem Fall um 300 Euro. Also das ist Nummer erstens hier. Das ist Nummer zweitens hier. Das ist Nummer viertens. Das ist Nummer fünftens und das ist Nummer drittens hier. So, auch dieses Konto wird abgeschlossen. Wir haben schon gelernt, wie das geht. Wir schauen auf die wertmäßig, nicht von den Posten her. Die wertmäßig stärkere Seite ist eindeutig hier rechts. Wir ziehen die Linie, lassen hier links ein bisschen Platz. Ja, 4.000 200 ist offensichtlich die Summe. Wir ziehen die Summe in gleicher Höhe auf der linken Seite, übertragen die Summe auf die schwächere Seite und ziehen den Saldo. 4200 minus alle diese Posten hier ergibt einen Saldo von 2000. Also auch hier wieder Buchhalternase. Was heißt das? Bei einem Passivbestandskonto steht der Anfangsbestand und die Zugänge, hier haben wir nur einen Zugang, Anfangsbestände und Zugänge im Haben und Abgänge, das sind hier die Abgänge und der Endbestand, der Saldo ist der Endbestand, stehen im Soll. Zwei Striche drunter, sodass wir mit einem Blick wieder sehen, aha, dieses Konto ist auch abgeschlossen, genau wie das Kassekonto. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.